Es ist der 18.12.2021 und ich begrüße euch zu meinem letzten Adventskalendertürchen für Rotz und Wasser in diesem Jahr. Ich bin durch. Mein siebtes und letztes Türchen, was ich alleine gestalten darf, ohne die anderen beiden Nervbolzen. Aber ich habe es mir dieses Jahr ein bisschen, ja, böse Zungen würden jetzt sagen, leicht gemacht, indem ich gesagt habe, ich fahr los, ich verschenk, ich stelle meine Türchen zur Verfügung, indem ich hier halt andere Menschen mal hab zu Wort kommen lassen. Ich fand aber ganz ehrlich, dass das eine schöne Idee war, weil da sind schöne Sachen bei rausgekommen. Wie gesagt, auch von Leuten, die selbst Podcasts gestalten. Und ich hatte ja dann auch gesagt, Leute, ich würde ja dann dieses Türchen euch zur Verfügung stellen, euch HörerInnen, ja, für die, die uns eigentlich nur konsumieren und selber jetzt gar nichts in die Richtung machen oder so. Und da sind noch ein paar Sachen eingetroffen und ich tue mich jetzt auch gerade ein bisschen schwer. Ich habe ja gesagt, ich würde mich für eine Sache davon entscheiden. Ich denke mir mal, ich werde auf das zurückkommen, was mir die liebe Vivian geschickt hat. Die hat mir nämlich, da sie anscheinend weiß, wie sehr ich, was ich für ein großer Disney-Entenhausen-Fan bin, hat sie sich hingesetzt und hat einen Text verfasst. Es ist kein richtiges Gedicht, also es reimt sich nicht. Oh Gott, das klingt jetzt so voll abwehrend, aber so ist es gar nicht gemeint, sondern sie hat wohl, oder beziehungsweise sie hat sich einfach Gedanken gemacht, so ein bisschen die Charaktereigenschaften der, ja, Bewohner von Entenhausen näher unter die Lupe genommen und daraus halt einen Text formuliert, der sich dann auf Weihnachten bezieht. Und dieser Text heißt Weihnachten in Entenhausen. Den will ich euch jetzt mal vorlesen. Wenn Donald Duck seit Wochen aus Gram und Kummer kein Auge mehr zutut, wenn er frustriert in seinen leeren Taschen kramt, wenn er sich tobend und nörgelnd kämpferisch und stur in die Geschenkejagd wirft, dann steht Weihnachten in Entenhausen vor der Tür. Wenn Dagobert Duck missmutig in seinen Kalender schaut, wenn er aus Sorge um seine Talerchen bangt und noch mehr mit seinem Schicksal als Fantastillier hadert, wenn er sich mit seiner Büchse hinter seinem Schreibtisch verschanzt, dann steht Weihnachten in Entenhausen vor der Tür. Wenn Daisy Duck seit Wochen nicht weiß, was sie anziehen soll, wenn sie die Standleitung zum Damenkranz fast durchbrennen lässt, um sich beraten zu lassen in Outfit-Fragen, wenn sie nebenbei noch liebevoll Geschenke in glitzerndes Papier verpackt, dann steht Weihnachten in Entenhausen vor der Tür. Wenn Gustav Ganz täglich Wertvolles im Kreuzworträtsel gewinnt oder auf dem Bürgersteig über Edelsteine fällt, wenn er noch mehr als sonst um Daisys Gunst buhlt, Tag für Tag, wenn er mit seiner Luxuskarosse durch verschneite und beleuchtete Straßen fährt, dann steht Weihnachten in Entenhausen vor der Tür. Wenn Oma Duck Stunde um Stunde in der Küche zaubert und Franzens Augen leuchten, wenn sie Weihnachtslieder summt, ihre Tiere liebevoll versorgt, wenn es ihrem Hause nach Marzipan und Zimt, nach Braten und Orangen duftet, dann steht Weihnachten in Entenhausen vor der Tür. Wenn der Weihnachtstag dann auch gekommen ist, finden sich alle Ducks bei Oma ein. Wenn Lachen, Scherzen, Singen und Geschenketauschen in heimeliger Stimmung am schönsten sind, wenn Donald doppelt so viele Präsente erhält, als er gedacht hat, wenn Dagobert dann doch eine kleine Träne der Rührung im Auge zwickt, wenn Daisy unter dem Weihnachtsbaum sitzt, so wie sie eben ist, wenn Gustav heimlich seine Gewinne unter dem Tannenbaum verteilt, wenn Oma Duck am Klavier die Weihnachtslieder spielt, wenn Franzen selig nach dem Dessert im Stuhle schläft, dann ist Weihnachten in Entenhausen. Derweil in Berlin. Wenn Benjamin minutenlang provozierende Mistfragen stellt, wenn er schon um 15 Uhr ins Bette will, weil der Himmel dämmert und Sterne stehen, wenn er mit seinen Kindergartenkids bastelt und bäckt, dann steht Weihnachten in Berlin vor der Tür. Wenn Olli keinen Bock mehr hat, mit Thomas und Benjamin den Adventskalender zu besprechen, wenn er zwar haufenweise Autogramme unterschreibt und Merch auspackt, aber trotzdem keinen Shop aufmacht, wenn er überlegt, was alles für den Podcast eigentlich heißt und welche Konsequenzen das wohl noch so hat, dann steht Weihnachten in Berlin vor der Tür. Wenn Thomas auf der Arbeit den Pausenraum nicht verlassen will, wenn er zwischen 3 Adventskalendern und 2 Zeitzonen jonglieren muss, wenn er froh ist, wenn es endlich bald mal vorbei ist und er seine Ruhe hat, oh ja, dann steht Weihnachten
in Berlin vor der Tür. Ja, liebe Vivian, hast du gut aufgepasst, gerade was das Letzte angeht. Ne? Also schön, da auch nochmal diese persönliche Note, was uns angeht, reinzubringen. Auch sehr schön, der Text eigentlich, ja, über die Bewohner von Entenhausen. Ich vermisse nur die Kids, also Tick, Trick und Track irgendwie. Da ist, also, ist immer schön, wenn man so eine Kritik nach sowas bringt. Nein. Toll, schön, ich freue mich darüber, ja. Hab auch gerade ohne Witz gerade richtig Lust, mir so ein lustiges Taschenbuch-Sonderband Weihnachten aus dem Regal zu holen. Kommt ja jedes Jahr raus. Ich muss das jetzt mal kurz erzählen. 1994 ist zum ersten Mal ein, neben der normalen Reihe Lustiges Taschenbuch, ein Sonderband rausgekommen. Das war Weihnachten. Und da war das halt einfach der einzige Sonderband, der zusätzlichen Content oder Geschichten enthielt. So, und irgendwann, ich weiß ja nicht mehr wann, so Anfang der 2000er, 2003, 2004, irgendwann so in dem Dreh. Ah nee, Quatsch, die zweite Sonderveröffentlichung war dann das LTB-Spezial ab 1997, wenn ich mich nicht irre. Da kam das, glaube ich, so einmal im Jahr raus, kommt inzwischen übrigens sechsmal im Jahr raus. Doppelt so viele Seiten als normales LTP, das heißt also, wenn man jetzt rechnet, ach, lassen wir das. Inzwischen ist es halt wirklich so, es gibt so viele Nebenreihen vom LTB. Lustiges Taschenbuch, Entenedition, Mausedition, Ultimate mit Phantomias Geschichten, das Premium, Ostern, Sommer, Halloween, Winter, jetzt gab es, glaube ich, ganz neu Nikolaus. Auch nur wieder mit recycelten Sachen. Das heißt, wenn ich mir dieses Buch kaufe, Baby würde jetzt wieder sagen, ich bin kein Fan. Weißt du? Warum kaufe ich mir dieses Buch? Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Ich bin zwar Sammler, ja, aber jetzt wirklich mal, warum soll ich mir einen Sonderband kaufen für 8, 9 Euro, in dem Geschichten drin sind, die ich schon besitze? Dieser Nikolausband, da sind nur Nachdrucke drin aus schon alten Weihnachtssonderbänden. Also, versteht ihr? Das ist einfach für mich, da habe ich diesen Mehrwert. Natürlich könnte ich sagen, ich hole mir das trotzdem, weil es schön im Regal aussieht. Aber ich kaufe natürlich auch gerne, wenn ich weiß, da sind genügend Geschichten drin, die ich noch nicht besitze. Weißt du? Und natürlich könnte man dann sagen, irgendwie, du bist kein Fan oder bist kein richtiger Sammler. Aber da bin ich dann zu rational und sage, was soll ich mir diesen Band kaufen, wenn ich schon alle Geschichten, die da drin sind, schon in irgendeiner anderen Publikation habe? Ja, also da denke ich dann halt rational. Und das geht dann auch über meine Sammelleidenschaft hinaus. Mal davon abgesehen, dass ich eh keinen Platz mehr habe. Also wirklich, entweder ich muss umziehen in eine größere Wohnung oder aber ich muss mal hier richtig ausmisten, damit ich wieder Platz habe. Also es wird langsam wirklich eng, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Nein, aber und das war damals was ganz Besonderes für mich, dass es dann diesen Lustiges Taschenbuch-Sonderband Weihnachten gab. Also, weil die da halt wirklich, wie der Name schon sagt, Weihnachtsgeschichten abgedruckt haben. Und nachdem ich das jetzt hier gelesen habe, habe ich wirklich Lust, mir einen rauszuholen. mir ein Buch mit Weihnachtsgeschichten rauszuholen. Oh Gott. Ihr merkt, Gott sei Dank endet jetzt das alles hier. Zumindest was meine Türchen vom Adventskalender angeht. Ich muss mal gucken, wenn ich jetzt lustig bin, gibt's vielleicht noch einen kleinen Bonus hinten dran. Auf jeden Fall möchte ich jetzt die Chance nutzen, mich bei euch zu bedanken für eure Treue, für eure Aufmerksamkeit, für euer Feedback, eure Kommentare, all die lobenden Worte, auch vielleicht die ein oder andere kritische Stimme mal, ja, die ist auch okay. Ich meine, wir gehen ja jetzt ins vierte Jahr ab Januar. Wir haben dann jetzt bald 3 Jahre und ich bin auch da gespannt, wie das jetzt weitergeht, weil ich habe damals wirklich so ein bisschen gerechnet, 2 Jahre braucht man mindestens, um so sich so ein bisschen zu etablieren, sagen wir mal so. Jetzt nach 3 Jahren kann ich sagen, dass wir wirklich, glaube ich, eine stabile, sympathische, aufmerksame Hörerschaft aufgebaut haben, die wirklich das hier gerne hört. Und uns auch so, wie wir sind, ins Herz geschlossen haben. Deswegen danke und ich freue mich dann auf die Dinge, die da jetzt noch kommen. Aber ich merke auch, ich brauche jetzt einfach mal eine Pause.
Ich bin jetzt ganz ehrlich froh, weil wir werden es bestimmt auch nochmal am 24. nochmal sagen und so, wenn wir nochmal zu dritt zusammensitzen und so, aber wir wollen ja dann natürlich dann auch nochmal eine Winterpause machen und ich denke mir mal, wir werden dann spätestens Anfang Februar wieder an den Start gehen. Aber alles, was ich jetzt erzähle, werden wir bestimmt auch nochmal zu dritt sagen. Könnt ihr euch drauf verlassen. Deswegen sage ich jetzt einfach nur nochmal Dankeschön und auch danke an die Vivian, die das geschickt hat und all die anderen, die mir Beiträge geschickt haben für das letzte Türchen hier. Und wie gesagt, ich würde mich dann jetzt verabschieden. So, das sollte es aber gewesen sein. Und wir hören uns. Tschüss. Herzlich willkommen zu diesem Kalendertürchen. Dieses Kalendertürchen wird aufgenommen, weil ich eine sehr, 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 sehr wichtige Frage habe. Diese geht an Oliver H. Sohn von Karl, Willi, Dieter oder wie auch immer, Ecke. Wichtigste Frage der Welt. Das wird gleich auch nochmal angesprochen. Es bezieht sich da auf eine Geschichte, die er mal im Podcast Alternativen erzählt hat. Und dafür opfert man auch mal ein Kalendertürchen. Ich möchte diese Frage beantwortet haben. Vorher wird kein Patreon-Geld mehr bezahlt. Ganz einfache Sache. Und diese Frage lautet, Moment, erstmal die Rubrik. Und jetzt die wichtigste Frage der Welt. So, da ist die wichtigste Frage der Welt und die lautet. Hier ist noch die Frage, Olli, warum waren die Vorhänge auf? Why were they open? So, wenn diese Frage beantwortet wird, dann kann ich mich in Ruhe zum Sterben hinlegen. Also ich möchte das gerne wissen. Ich möchte jetzt wissen, warum die Vorhänge offen waren. Das ist der Aufruf an Olli Weike. Ich will es jetzt wissen. Das kann ja nicht wahr sein, dass ich habe hier schon angerufen. Ich habe im Livestream angerufen. Ich habe alles habe ich gemacht, in Chat geschrieben. Nie. Niemals wird diese Frage beantwortet. Es ist so traurig. Und ich möchte von Oliver Hecke beim Hören dieses Kalendertürchens sowas hören wie: Ja, ich erinnere mich. Sowas will ich hören. Sowas will ich hören. Nichts anderes. Gar nichts anderes. Sowas, genau so. Ja, liebe Hörer, ich weiß, ihr denkt euch bisher, was schreiben wir denn da für Kommentare? Und bitte, bitte, seid freundlich zu mir. Ich bin nicht die intelligenteste Person der Welt, aber ich möchte diese Frage beantwortet haben. Ich kann auch verstehen, wenn ihr da drunter schreibt. Aber bitte nicht zu oft, weil das ist schlecht für mein Selbstwertgefühl. Muss ich ganz ehrlich mal zugeben. Jetzt muss ich ja irgendwie noch 3 Minuten füllen. Das muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Bis später. So, liebe Hörer, ich bin zurück. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, was man jetzt diese letzten 3 Minuten tun könnte. Und mir ist was eingefallen. Wie wäre es denn mal, liebe Hörer, wenn ihr mal hier runterschreibt unter diese Folge, was eure persönlichen Lieblingsmomente sind, die euch in 3 Jahren Rotz und Wasser am besten gefallen haben. Also das kann ja alles Mögliche sein. Fröhlich, traurig, emotional. Alles kann es sein. Schreibt es gerne hier runter. Sehr interessant. Also für mich persönlich, kann ich ja vielleicht auch mal sagen, auch wenn es keine Sau interessiert, ich fand die beste Geschichte aller Zeiten war Benjamin im Krankenhaus mit 5 Liter Kontrastmittel voll gepumpt. Ja, die Magenspülung, die Tränen in den Augen. Beste Geschichte, die ich je gehört habe, muss man auch mal sagen. Wirklich toll. Ja gut, vielleicht wird mir Thomas da widersprechen, weil er die Geschichte nicht so gut fand. Aber von Menschen, die solche Sachen sagen wie... Nein, der lügt, der Mann. Dass Thomas da meine Meinung geteilt, könnte daran liegen... Ja, ich habe mich fürs Kiffen interessiert. Ja, daran könnte das liegen, dass da vielleicht ein paar Gehirnzellen abgestorben sind. Aber das sind die besten, die allerbesten... Oh, stopp mal. Mir fällt gerade auf, das wird ja an Thomas gesendet. Und er hat ja die Verantwortung. Er entscheidet ja... Oh je, was im Kalendertürchen gespielt wird. Das war jetzt natürlich kein kluger Schachzug von mir, das schneiden wir am Ende raus. Bitte einmal Regie, schneiden wir raus, ne? Ja, alles klar. Und vielleicht können wir auch nochmal eine Sache aufnehmen, denn im letzten Kalendertürchen wurde ja auch unter anderem gefragt, ja, warum hören Menschen das? Hat ja Thomas auch selbst gefragt, warum hören Menschen das? Warum hört ihr das? Warum wollt ihr so eine Scheiße hören?
Schreibt es doch einfach mal. Schreibt es einfach mal. Ich bin heute auf Feedback aus. Ich möchte wissen, warum hört ihr das? Was fandet ihr lustig? Was fandet ihr scheiße? Zum Beispiel dieses Kalendertürchen. Das ist ja einfach nur gequälte Scheiße. Aber es ist einfach, ja, es ist eine Abwechslung. Es ist einfach eine ständige Abwechslung, vielleicht auch dieser Podcast. Und man merkt auch, ich rede und rede und rede und die 5 Minuten gehen nicht um. Ich hoffe, dass das nicht eingesendet wird. Und ich hoffe, dass jetzt auch jemand, zum Beispiel Thomas, der das hört und entscheidet, was Reinkopf jetzt sagt. Jetzt rechts mir aber langsam. So, das möchte ich hören. Ich möchte, dass das so läuft und ich möchte, dass diese 5 Minuten jetzt gleich mal um sind. Also jetzt nicht grundsätzlich. Also ich finde eigentlich, das war eine gute Idee von Thomas, dass er das so gemacht hat, dass jeder die Möglichkeit hat, hier was einzuschicken. Weil wenn jetzt nur Thomas und Benjamin, ach Gott, wenn jetzt nur Olli und Benjamin was machen, dann sagen die Leute wahrscheinlich... So, das wäre natürlich doof. Also das wollen wir natürlich verhindern und deshalb bin ich jetzt hier. Und wenn es das wirklich reingeschafft hat, Chapeau, Leute, Chapeau. Bis zum nächsten Mal. Was hat das mit Weihnachten zu tun gehabt? Nix. Schaut zu. Tschüss. Eine Rotz- und Wasserproduktion.